Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier wieder bei Skylanders Trap Team. Schlägt sich eigentlich gar nicht mal so schlecht hier. Jedenfalls, wir sind hier in der Kanalisation. Wir müssen den Einheimischen, sage ich mal, dazu. Aber noch. Müssen wir. Noch beweisen, dass wir wirklich einer der Skylanders sind. Keine Ahnung, was sie wollen, aber jedenfalls, wir müssen hier wie in einer kleinen Arena kämpfen. Ich positioniere mich mal hier optimal. Auf ihn, Gegner! Stellt diesen Drüberwohner bloß! Ich halte sie mir mal schön auf Distanz, diese Dinger. Die Legenden wahr sein? Sind wir in der Gegenwart eines Skylanders? Kommt nur die mal weg. Der Drüberwohner hat Potenzial, das ist sicher. Den scheiß Schilden hier. So, nächste Ebene. Aber es bedarf mehr, um zu beweisen, dass du ein Skylander bist. Der Skylander soll noch mehr kämpfen. Genau das ist der Plan. Ich muss noch mehr kämpfen. Diesen possierlichen kleinen Kerl nennen wir Schleimhaal. Klar, er ist niedlich und so. Aber du willst sicher nicht seinen Weg kreuzen. Wörtlich gemeint. Ach. Der hat mir gerade mein Geld Der hat mir mein Geld ins Wasser geschmissen. Die Legenden wahr sein? Sind wir in der Gegenwart eines Skylanders? Oh, wieso halten die denn so viel aus? Was? Energie! Seht nur, wie er die Mutanten besiegt! Ja, Mutanten sind das auch nicht wirklich, das sind einfach nur Chompies. Ja. Auf zur nächsten Ebene. Ja? Mal sehen, was in ihm steckt. Hoffentlich keine Keime. Ich kenne Keime, ey. Mitten ins Schwarze. Ja? Dumm. Seht, Brüder. Dieser Neuankömmling hat die Fähigkeit meines Skylanders. Nein, echt. Ich komme gerade echt nicht auf die Seite darüber. Schon ein bisschen blöd. So langsam glaube ich, dass du wirklich als Skylander sein könntest. Kann er nicht noch eine Runde kämpfen? Okay. Viel Glück, möglicher Skylander. Lunchzone. Der Drüberwohner hat Potenzial, das ist sicher. Mitten ins Schwarze. Hat er mir schon wieder mein Geld? Boah, er hat's mir geklaut. Da lebt denn noch einer? Der Drüberwohner hat Potenzial, das ist sicher. Oh, nicht wieder so ein Dicker. Lunchzone. Seht nur, okay, das ist gemein. Was ist das hier wieder? Auch nicht abschießen. Seht, Brüder, dieser Neuankömmling hat die Fähigkeit eines Skylanders. Ich würde schon sagen. Oh. Fisticuffs. Fisticuffs. Und ein. Nun, ich habe eigentlich nicht genug gesehen, aber leider hatte ich Fisticuffs schon gesagt, dass du kommst und er wollte auch mal. Ach, der hat so Greifarm. Ach, die können mich auch in der Luft treffen, die Dinger. Könnten die Legenden wahr sein? Sind wir in der Gegenwart eines Skylanders? Ja, der ist aber nicht stark. Kann nämlich nichts. Mal schön zur Seite ausweichen, fertig. Wahr sein? Sind wir in der Gegenwart eines Skylanders? Ja, das seid ihr. So, was willst denn du für eine Falle haben? Fisticuffs besiegt. Stimmt wieder was, was wir nicht haben.
Er will eine. Du hast einen Schurken von einem neuen rätselhaften Element besiegt, Portalmeister. Vielleicht kann ich dir mehr davon erzählen. Irgendwann. Mehr Optionen, als ich mit meinen Fäusten bedrohen kann. Gut. Du hast einen Schurken von einem neuen Rätsel. Gut, dann geht es eben nicht. Dann machen wir trotzdem weiter. Ihr habt euch gerade wirklich bewiesen. Und ihr seid all diese Mutantenmonster losgeworden. Wie können wir uns erkenntlich zeigen? Zunächst mal könntet ihr ein Fenster aufmachen. Und dann vielleicht diese Schmierefabrik schließen. Ihr wisst schon, dass die das Zeug da draußen für was ganz Fieses einsetzen. Das ist komisch, denn hier unten ist das. Der meistverkaufte Lufterfrischer. Was? Ja, das duftet prima. Also sind wir uns jetzt einig? Sehr gerne und viel Erfolg beim Aufhalten der fiesen Schmieredebe. Kommt doch mal wieder. Oh Gott. Wir riechen uns später. Naja, lieber nicht, ne. Ui, wir haben so diesmal ein bisschen was erreicht. Oh, alle Alter! Ja gut, die Hüte. Das hängt wahrscheinlich wieder mit den Portalen da zusammen. Den Elementartoren. Aber ansonsten eigentlich gar nicht mal so schlecht, was wir hier erreicht haben. Ja, na dann. Aufgestiegen, Stufe 11. Dann gibt's ja wieder ein Paket für uns. Hier in der Akademie vor Ort. Schauen wir uns gleich mal an. Oh, was ist das denn Schönes? Hey, ein bisschen mehr nach links, Trollchen. Ja, der Mr. Arme. Wolfgang, Sir. Tut mir echt leid. Es gibt ein Problem, meine Königin. Die Skylander haben unseren Vorrat an schleimiger grüner Schmiere gekappt. Ist doch gut so, wir sind besser dran ohne diesen Gestank. Stinkosität. Aber wie viele sind es jetzt eigentlich noch? Das sind doch nur noch die drei, wenn ich mich recht entsinne. Das ist eine der größten Mächte der Skylands. Bla bla, stinkt trotzdem widerlich. Wie auch immer. Wir brauchen genügend Stinkosität für die Reaktion, damit die ultimative Waffe auch funktioniert. Soll das etwa heißen, du hast versagt, Dr. Crankcase? Nein, 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 nein. Warte, ich hab die Lösung. Wir ersetzen die stinkende Schmiere durch das hier. Was ist das denn? Käse? Was? Ein Stück Käse? Der stinkt nicht ansatzweise kräftig genug. Aber das wird er. In etwa 10.000 Jahren. Je älter Käse wird, desto stärker stinkt er. Viel weiter bringt uns das jetzt nicht. Verstehst du nicht? Wir müssen ihn jetzt nur vergraben, in die Zukunft reisen und ihn wiederholen. Bis dahin wird seine Stinkosität. Und dann reist man eben in die Zukunft. Aber natürlich brauchen wir für so eine Zeitreise einen Portalmeister. Was? Ist das alles? Ich sage es ja nur ungern, aber es gibt nur einen Portalmeister in den Skylands. Chaos! Und den haben wir ausgeworfen! Was? Worauf Chaos ist ein Portalmeister? Ihr beide, bringt mir Chaos zurück! Ich will diesen Käse! Das wird diesen Schickimicki-Räubern eine Lehre sein! Wenn jemand die Skylands mit ekliger Schmiere in die Knie zwingt, dann Chaos! Was ist das denn? Eine Postkarte? Ja, natürlich eine Postkarte. Von meiner alten Willikin-Fabrik? Große Wiedereröffnung der Willikin-Werkstatt. Jetzt unter neuer Leitung. Dir gehört eine Willikin-Fabrik? Okay, Glückwunsch zur Wiedereröffnung, schätze ich. Spaß dir, Narr! Das müssen diese blöden Schicksalsräuber sein! Jetzt reicht es! Hey, Skylander, das solltest du dir vielleicht mal ansehen. Und ich komme auch mit. Es ist Zeit, diesen Schnickschnack-Eumeln eine Lektion zu erteilen. Und wenn ich eine Lektion erteile, dann ist sie unvergesslich. Kleines bisschen machtbesessen, der Kleine, aber ansonsten eigentlich ganz nett. So, was haben wir denn drin? Da ist drin... Was denn? Ach, ein Level up. Na toll. Oh, Level 9 ist der auf einmal. Das ist auch nicht verkehrt. Wie sieht's aus? Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Die Arena habe ich eigentlich keinen Bock gerade.
Ach, wir machen einfach weiter. Wow, die, kannst du dir vorstellen, dass Chaos wirklich mitkommt? Kann ich mir schon vorstellen, ja. Leben darf. Aber ich schätze, er liebt diese Willikin-Fabrik wirklich. Sollen wir los? Ja, sollen wir. Okay, schnallt euch an, Skylander und Chaos, weil wir heute Skylands Geschichte schreiben. Boom. Na dann. Oh, da haben wir wieder einen. Hier werden wir also auf jeden Fall wieder einem begegnen. Einen der letzten drei. Why Chaos? Ja, man weiß nicht, ob er sich denen wieder anschließt. Ah, da ist mir scheint so. Meine alte Willikin-Fabrik. Mutter sagte immer, ich würde mir keine Freunde machen. Aber ich hab's ihr gezeigt. Ich hab mir Hunderte gemacht. Aus Holz! Sieht nicht ganz aus wie auf dem Bild. Was ist mit meiner Willikin-Fabrik passiert? Ja, ich weiß nicht. Ich komme immer noch nicht über die selbstgemachten Freunde aus Holz hinweg. Ich habe genug gesehen. Ich verlange, sofort hinuntergebracht zu werden. Okay, da sind wir. Hey, Kurzer, kannst du mir ein paar Churros besorgen, wenn du schon da drin bist? Ah, ich hab dir doch schon oft gesagt, Flynn, meine Fabrik macht keine Churros. Ach, kein Wunder, dass du keine Freunde hattest. Naja, tschüss. Alter. So, naja gut. Wir sind jetzt an dieser Fabrik und da vorne sehe ich ein Portal. Da haben wir sogar, glaube ich, einen für. Portalmeister. Nämlich diesen Crypt King. So, da ist wieder was, was man kaputt machen kann. Das sehe ich doch von Weitem. Ne? Hier noch was? Irgendwo? Oh, hier ist noch eine Tür. Gehen wir gleich mal rein. Ja gut, die war jetzt nicht gut versteckt, aber trotzdem. Eine Menge EP gab es dafür. So, was haben wir da? Schriftrolle. Natürlich wollen wir die lesen. Ich baue nicht nur Schiffe, ich repariere sie auch. Selbst wenn sie keine Ersatzteile haben und wenn sie nicht einmal kaputt sind. Ja, das ist die richtige Einstellung. So, haben wir hier noch Gold überall drin? Jawohl. Ansonsten gibt es hier drin, glaube ich, auch nicht mehr. Nanu? Hä? Ach, der Schalter da, oder was? Wo ist das? Wo war das? Wo muss ich dafür hin? Hier? Links und rechts und links und links und links und rechts. Links und rechts und rechts und links und links und links. Der will wieder eine Figur haben, die wir höchstwahrscheinlich nicht haben werden. Na, dann zeig mal. Holzmusik, ja gut. Der war ja eine unbekannte Falle. Hallo, wir sind Willikin Band. Musik ist spaßig, würde aber besser klingen, wenn wir besonderes Geräusch hätten. Wenn Shield Shredder in Band mitspielen würde, würde er besonderes Geräusch machen und wir dir besondere Überraschung. Ah ja. Alles klar. Dann macht mal eure besondere Musik weiter, die nicht ganz so besonders ist, weil diese nicht ganz so besondere Person nicht da ist. So, aber irgendwas muss es doch hier geben. Hier muss es noch irgendwas geben. Auf jeden Fall diese Truhe, da haben wir ja gesehen. Wurde durch den Schalter aktiviert, vielleicht in dem Häuschen hier vorne? Ja, da steht Chaos aber wieder so doof rum. Dieser lächerliche Dr. Crankcase hat die Fabrik sicher abgeriegelt, aber ich kenne einen geheimen Weg hinein. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Crankcase hat immer den Schlüssel vergessen, also habe ich ihn diesen Tunnel graben lassen. Ich quetsche mich durch und öffne die Tür von drinnen. Wir sehen uns da, Skyloser, Skyfreund. Ah, toll. Aber hier ist eine Tür. Vielleicht... Ja, da ist sie. Schnell ein paar Münzen eingesammelt. So. Nie verkehrt. Hat auch noch irgendwas, aber das machen wir gleich. Wir holen uns erstmal die Truhe. Die beiden Pakete hier sehen auch merkwürdig aus. Ah, Zahltag. Ja, ein paar IP, ein bisschen Geld. So, was hat es damit auf sich?
Nicht viel. Ja, dann können wir eigentlich weiter. So, was hast du noch auf dem Herzen? Du findest Weg, Tor von draußen zu öffnen. Deshalb konnte ich es nicht tun. Ich gehe nie weg. Ah ja. Na dann. Wir haben die Truhe und es kann weitergehen. So, dann müssen wir jetzt hier... Achso, nee. Ja, wobei, doch. Doch, doch. Die beiden so. So. Dann müssen wir den nur noch runterschieben. Dann kommt man durch. So. Gezeitenwechsel. Moment. Jetzt ist da und da Wasser. Was soll das bringen? Soll das irgendwas bringen? Das mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, außer dass es halt unser Weg darüber ist. So. Triebwagen-Reparaturstation. Hallo. Fabrik hat neuen Besitzer. Neuer Meister, kein Willikin-Freund wie alter. Riecht aber viel besser. Willst du Schalter umlegen? Na los, das wird spaßig. Ich will den Schalter erstmal noch nicht umlegen. Wir gucken erstmal, was hier drin so los ist. So, was gibt's? Zeit für einen Hörerwunsch. Schumpches! Medignator, gib Medignator. K-Troll. K-Troll. Coole Preise. So, weiter geht's. Ich muss mal mein Headset einstöpseln. Der Akku sagt mir, dass er fast leer ist. So. So, ich soll den Schalter umlegen. Was gibt's denn da schön mit bei dem Schalter? Ach, lass mich raten, dann kann ich da durch. So, aber bevor wir das machen, gehen wir erstmal da hinten hin. So. Du benötigst einen Trapmaster vom Gespensterelement. Vom Gespensterelement. Ja, wie wär's mit dem? Kann da sicherlich durch. Ich hab's drauf. Um dieses Tor zu öffnen. Platz da! Die läuft doch so komisch langsam. Sieht ziemlich düster hier aus. In dieser Zone sind Skylander des Gespensterelements stärker. Ha. Der Sieg wird mein sein. Oh Gott. Aua. Aber diese Attacke ist echt nicht schlecht von denen. Das sind quasi wie kleine Minions, die die ganze Zeit permanent Schaden machen. Aber das ist nämlich alles Geister, aber. Alles Geisterschaden. So, haben wir auch schon das Level ab. Und noch eins. Ah, noch eins? Ne. Noch eine Pizza. Und noch eine Pizza. Also an sich eigentlich nicht schlecht, was er hier so macht. Aber durch diese Stellen, Alter, gibt er hier viele Level-Ups. Das ist schon nicht schlecht. Gefällt mir. So, da ist ein Raum mit Geld und da ist nochmal ein Kampfraum. Oh, EP auch dabei, sehr schön. Wir lassen die Pizzen erstmal liegen. Apropos Pizza, das gab es heute bei mir auch. Der Wille zur Eroberung. Ah, Kistenschmetterer. Toll. Hey,
wechseln wir uns mal da durch. Gut, der durch seine Stufenaufstiege kriegt hier Level-Ups ohne Ende. Dann wird er gleich noch eins kriegen. Also, oh, der Charakter ist echt cool, muss ich sagen. Dafür, dass er eigentlich Nahkämpfer ist, ist er trotzdem noch ein bisschen auf Range. Ui. Endlich mal einen Hut in Gut. Plus 20 Crit. Weißt du was? Den kriegst du sogar aufgesetzt. So. Sieht nicht ganz so böse aus. So, sind wir wieder mit einem Gang. Sieht doch freundlich aus mit dem Hut. Gleich ein ganz anderer Mensch. Skylander. Wie auch immer. Aber dann würde ich sagen, die Zeit sagt mir schon, dass eigentlich schon wieder längst Schluss sein sollte. Und deswegen machen wir auch gleich mal eine kleine Pause. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein!